Und willkommen zurück zu Lies of P, Folge 24, nach der letzten Folge, die doch ein bisschen kürzer war, als ich gedacht habe. Sind wir wieder zurück. 2 Tage sind, glaube ich, vergangen, das heißt, ich bin noch absolut im Game und ich weiß auf jeden Fall noch, was ich machen muss. Die Frage ist nur, gehe ich jetzt kurz zurück zum Hotel und check mal aus, ob es da was zu holen gibt? Weil hier beim Stargazer ist ja dieses, Porträt. Ich weiß nur nicht, wofür das steht. Oh. Purge all puppets. Lügner. Reinigt die Welt vor den Puppen. Oder reinigt die Puppen insgesamt. Und irgendwas hat hier gelacht. Irgendwer gurgelt. Alle Puppen werden sterben und auch jeder, der sich mit der Bruderschaft des schwarzen Kaninchens anlegt. Da ist auch eine Menge Blut. Hauptbuch. Oh. Hauptbuch der Bruderschaft des schwarzen Kaninchens. XXXX. Verkauf von 10 Ergo abgeschlossen. Ich mag unseren alten Vermittler, weil er immer gut bezahlt. Doch wenn er es eilig hat, wird es schwer, das Ergo zu bekommen, das er braucht. Manchmal frage ich mich, ob er das Zeug verschlingt oder so. Wozu braucht er Ergo? Ist er es wirklich nicht? Keine Schmierereien im Hauptbuch, Kind. Die Alchemisten bitten um mehr Goldmünzenfrüchte. Da sie nicht leicht zu bekommen sind, könnte das ein Problem werden. Ich glaube, die Leute vom Hotel merken langsam, was hier los ist. Wir können sie gewaltsam bekämpfen, aber das hier ist nur die letzte Option. Die Sicherheit unserer Geschwister geht vor. Oh, wir rühren, Bruder. Halt die Klappe. Okay, die Goldmünzenfrucht, von der haben wir schon mal gelesen, von dem Alchemisten, der uns den Würfel gegeben hat. Ich glaube, die Leute vom Hotel merken langsam, was hier los ist. Welche Leute vom Hotel? Bevor oder nachdem es zu einem Safehouse geworden ist. Also die Leute, die wir da drinnen haben, die mit uns kooperieren oder irgendjemand anderes, der vorher da drin war. 5 Ergo erworben. Wow. Bald muss ich keine Leichen mehr verkaufen. Fragezeichen? Wer verkauft denn, oder wer kauft denn Leichen? Nur noch ein bisschen und ich habe genug, um aus dieser verfluchten Stadt zu entkommen. Das Angebot der Alchemisten ist verlockend, aber ich habe kaum noch Ergo und bin mir nicht sicher. Denkt über eine Expedition in den kahlen Sumpf nach. Besorgt mir neue Teile, wenn ihr die Stadt verlasst. Ein Kleid für mich, ein Gewehr und eine Waffe für mich. Das ist nicht euer Tagebuch, Dumpfbacken. Das ist auch süß, wie die da reinschreiben. Einfach schade, dass ich die alle umbringen muss. Aber dazu später mehr. Sobald wir halt soweit sind. Quarz! Sehr nice. Okay, ich weiß nicht, wo das Röcheln oder das Gurgeln herkommt. Wahrscheinlich hier. Erinnert mich gerade ein bisschen an Josefkas Klinik aus Bloodborne. Da oben leuchtet noch was. Wird wahrscheinlich nochmal ein Goodie sein. Vielleicht findet man ja irgendwo auch mal ein Secret. Wir haben noch kein richtiges Secret gefunden. Wir haben ein paar versteckte Gänge gefunden, aber keine wirklichen Wände, die dann aufgehen, wenn man sie anklickt. Der Trend des Monats, Stalkermasken. Der Trend des Monats, Stalkermasken. Warum haben die Stalker angefangen, Tiermasken zu tragen? Laut Stadthistorikern war es im alten Grad üblich, Tiermasken zu tragen. Es war eines der Rituale, um sein Leben zu offenbaren, wenn man gegen die legendären Felsentitanen kämpfte. Okay. Ob ihr es glaubt oder nicht, diese Legende ist eine Inspiration für die Stalker von heute. Nicht nur zur Verteidigung und für die Mode, sondern auch um den eigenen Rang und die entsprechenden Fähigkeiten zu zeigen. Die Verbindung zwischen dem Rang und den Tiermasken ist nicht klar, aber meistens wählen die Stärkeren ihre bevorzugte Maske zuerst. Es gibt vielleicht sogar Neulinge, die gezwungen werden, alberne Masken zu tragen, die von ihren Vorgesetzten ausgesucht wurden. Wie wäre es, wenn du in diesen unruhigen Zeiten der Versteinerungskrankheit deinen Geist mit einer energiegeladenen Stalker-Maske auffrischt. Such dir ein Seelentier deiner Wahl aus. Verschiedene modische Stalker-Masken warten auf dich. Erst dieser Gegenstand enthält einen von der Werkstatt patentierten Sporenfilter zum Schutz gegen die Versteinerungskrankheit. Aha! Wird also durch Sporen wahrscheinlich möglicherweise übertragen. Also durch die Luft, weil man es einatmen kann. Hey Bruder, das HQ ist erledigt. Wie wäre es also mit einer schwarzen Leopardenmaske? Die Werkstatt ist auch erledigt. Warum sollten sie so etwas herstellen? Schwarze Leopardenmaske. Ich meine, wir kennen eine schwarze Katze. Aber das sind ja hier alles die schwarzen Kaninchen. Wieso würden die denn irgendwas anderes tragen? Hey, das bin ich. Also die Leute hier, die vom schwarzen Kaninchen, die kannten uns ja. Und die haben sogar von Geppettos Puppe gesprochen, also kennen sie Geppetto auch. Und die haben ein Bild von uns. Hey, check this out. Looks like you, sorta. From a certain angle. You know, if you squint.
No, I'm just kidding. No, it looks exactly like you. I mean, you see it, right? With the nose and the... Right? Ja, ich sehe es. Definitiv. Ich bin so froh, dass mir das Spiel sagt, hey, da ist noch was. Guck es dir an. Geh mal dahin. Teleportiere dich mal nochmal dahin. Da ist noch was zu holen. Oh, ich gebe das grüne Outfit. Das ist so nice. Okay. Ich bin heute ausnahmsweise ohne Eistee unterwegs. Deswegen muss ich hier... Ich muss Kaffee trinken. Ich armer Mensch. Oh je. Normalerweise würde ich jetzt Kaffee und Eistee trinken. Okay, Fahrstuhl nach unten. Warum ist der Schacht so riesig nach oben? Naja, egal. Sequenz? Ach so. Okay. Dachte, da passiert noch ein bisschen mehr. Who? The Flying Banana bist... Oh. Warum bist du hier? Das ist der Alchemist. Kauft der die Leichen? You have no idea how happy I am to see you, Mr. Stalker. Hello. It's a relief to see you. I'll get straight to the point. I found the gold coin tree. Who knew it was right beside us? But there's a problem. When I tried to pick the gold coin fruit, it resisted me. I couldn't even get close. It actually burned me. It's probably because I have the petrification disease. Pathetic, yeah. So close, yet so far. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. I heard the alchemists made a device capable of fully utilizing gold coin fruit. I ignored it, assuming it was just a legend. You hear all sorts of wild tales about alchemists. Now that I know gold coin fruit actually exists, though, perhaps it's all true. Interact with the Saintess statue at the Grand Exhibition. You might be able to use the other powers of the gold coin fruit. I might look urbane now, but I used to be a farmer. I'm also interested in growing trees. I heard about a vendor who sells plant alchemy boosters. They might work on this tree, too. If you come across such boosters, bring them to the tree. Haben wir noch nicht gefunden, keine Ahnung. Okay, das klingt aber interessant. Nach einer weiteren Mechanik. Vielleicht kann man damit den Würfel upgraden. Das wäre natürlich extrem praktisch. Ich schwöre bei Gott, wenn wir jetzt in der im Hotel rauskommen, ne, ich mache einen Backflip. Das sieht aus wie ein Mensch. Wow. I never expected to see the gold coin tree in a place like this. Du kannst zu bestimmten Zeiten Früchte vom Goldmünzenbaum ernten. Die Frucht kann an verschiedenen Orten verwendet werden. Verwende Booster, um das Wachstum zu beschleunigen. Okay. Eine seltene Frucht, die der Goldmünzenbaum hervorbringt. Wenn du sie Giangio bringst, wird er ihren Wert erkennen. Die goldähnliche Frucht birgt Zauberkräfte und ist damit ein kostbares Wundermittel. Doch so betörend ein Wunder auch sein mag, es hat immer seinen Preis. Wir haben eine weitere Währung da oben bekommen. Guck mal. Ist ja der Wahnsinn. Okay. Untersuchen. Du musst warten, bis der Baumfrüchte trägt. 9 Minuten und... Ah. Wir können jetzt unsere Stufe zurücksetzen, wir können unsere P-Organe zurücksetzen, wir können unsere Religionswaffen zurücksetzen. Das geht jetzt alles am Goldmünzenbaum. Sehr schön. Wir haben es freigeschalten, wir können jetzt reskillen, und zwar alles, was wir wollen. Aber ich lebe einfach mit meinen Entscheidungen, außer ich... Aber übelst den Struggle. Stalker, please.
If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. Kaufen. Sternenfragment. Ja, das brauche ich ja mal nicht, ne? Oh Gott, es tut mir leid. Oh! Stellt vorübergehend LP wieder her. Das haben wir doch schon. Erhöht über einen bestimmten Zeitraum die maximale Ausdauer. Stellt vorübergehend Gespenst-LP wieder her. Ach so, wenn man geblockt hat wahrscheinlich und dann diese ausgebleichte Lebensleiste hat. Vielleicht ist das Gespenst-LP. Erhöht für einen bestimmten Zeitraum bei Angriffen die aufgeladene Menge Fabel. Stellt vorübergehend Legion wieder her. Explodiert, wenn Gespenst getroffen wird. Ach so, nee, natürlich, klar. Okay, ja, natürlich. Hier, man kann ja Gespenster rufen. Haben wir beim ersten Boss mal gemacht. Hier diese leuchtenden Wesen, die man zum Boss dazu rufen kann. Aber brauchen wir nicht. Machen wir nicht. Reduziert für einen bestimmten Zeitraum den vom Gespenst erlittenen Schaden. Erhöht Widerstand gegen alle Statusleiden. Erhöht für einen bestimmten Zeitraum die Zerstörungskraft des Gespensts. Okay. Für einen bestimmten Zeitraum entkommt das Gespenst einmal dem Tod. Erzeugt für einen bestimmten Zeitraum den Feuerangriff des Gespensts. Reduziert erlittenen Schaden. Okay, das ist alles fürs Gespenst. Finde ich irgendwie cool, aber auch irgendwo, weiß ich nicht. Ja, aber dann will ich auf jeden Fall das hier haben. Stellt vorübergehend Legion wieder her. Ist ja top. Warum würde ich das mehrmals kaufen wollen? Machst du das bitte da rein? Ach so. Und ich kann mir dann mehrere davon kaufen und muss dann nicht immer zurück zu ihm, weil ich hier den Baum regelmäßig ernten kann. Ach so. Hoffentlich ist der alle 10 Minuten auch wieder voll. Und nicht mit einer Frucht segnet, weil da müsst ihr ja übelst lang warten. Okay. Nun, ich habe einen Geheimgang gefunden und es war gar nicht so schwer, wie es in dem Bewerbungsgespräch klang. Hallo! Oh nein. Nein. Das ist die Wand, wo ich immer gedacht habe, da ist ein Weg. Ich muss einen Backflip machen. Ich kann keinen Backflip. Nee, das mache ich nicht. Kann ich nicht. Ich kann nicht. Physisch. Physisch nicht in der Lage. Physikalisch. I'll use my power. Ja, komm, lass mich ruhen. Ich habe mit ein paar Leuten zu reden. I always welcome friend. Aber niemand will mir was sagen. Vielleicht muss ich ja mit der älteren Dame sprechen. Vielleicht kann ich ihr mein Bild ran. If you came from the Marlem district, you probably saw the gold coin tree. I knew the tree was at the hotel, of course. I'm not the only one. The alchemists showed great interest in its fruit. I heard it's optimized to respond to ergo. But that's not the important part. The Krat disaster caused the alchemists to fight amongst themselves. Many people died or went missing. That's the real tragedy of the Rose Estate. I stopped cooperating with the alchemists. Protecting the hotel was too important. I sealed away the gold coin tree so no one would fight over it. I had no idea the Black Rabbit Brotherhood was stealing from it. The hotel is Krat's last place of refuge. I am obligated to protect it. I'm going to protect you and the people inside until the day I die. If you were in my position, you'd do the same, I'm sure. People have no idea, so thanks for keeping me. Okay. Ach stimmt, dich habe ich ja ganz vergessen. Hey, na doch. A great weapon calls for a great... Habe ich irgendwas Neues? Nee. Okay. Dann mal noch zu Geppetto. Geppedro. Okay, wenn aber der Goldmünzenbaum in der Nähe unseres... Also im Hotel quasi ist,
dann kann ich ja einfach immer, wenn ich ins Hotel gehe, oder halt regelmäßiger ins Hotel gehe, jetzt, dann, in Zukunft, ne? Dann kann ich ja regelmäßig die Früchte pflücken. Wertet den überwältigenden Angriff von Ausweich- und Sprintangriffen auf. Erhöht den Zerstörungsschaden an Feinden, wenn ein perfekter Block erfolgreich ist. Das nehmen wir mal, weil ich glaube, das ist ganz gut. Außerdem haben wir jetzt einen weiteren Talisman-Slot. Eigentlich sollte ich schon reskillen, das ist schon ziemlich dämlich, was ich hier geskillt habe, ne? Naja, Problem für die Zukunft. Was tun wir jetzt in den Talisman-Slot rein, ist die Frage. Maximale HP, Waffenhaltbarkeitsverlust, maximales Gewicht, reduziert Fallschaden, erhöht den Waffenangriff proportional zur Anzahl der Farbeslots. Und den Schaden der Puppen zugefügt wird. Okay, wir haben ja schon fast gar keine Gegner, keine Puppengegner mehr. Ah, wir sind schon wieder bei Heavyweight. Naja, dann kann ich jetzt den Knüppel auch noch anziehen. Macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Hi! You're back. The Malam District was as grim as we feared, was it not? But with the Black Rabbit Brotherhood out of the picture, we can focus elsewhere. And why not strike at the root of the problem? The King of Puppet's Lair is on Rosa Isabel Street. Perhaps the puppet frenzy will come to an end if we can take down their king. Go to Antonia and get the key to Rosa Isabel Street. I already let her know you'll be coming by. I always remember these favors you've done for me. Though it pains me to send someone so precious into such peril. This portrait. Oh, I remember it fondly. I thought it was lost forever. I had no idea the Black Rabbit Brotherhood had stolen it. To think that you... You have brought it back to me. Forgive a foolish old man his memories. Memories of a happier time, my son. I know just where to hang it in the hotel. Ach cool. Neues Emote. Neues Emote. Kleng, kleng, kleng. Okay, also ich bin mir sehr sicher, dass Geppetto seinen Sohn verloren hat und dann aus Frust sich einen neuen Sohn... Du kannst das jetzt nicht benutzen. Okay. Sich aus Frust einen neuen Sohn gebaut hat. Uns. The city of Krat. Ja, 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 okay. Dann hinunter zu der jungen Dame, die überhaupt nicht wahrscheinlich an der Versteinerungskrankheit sterben wird. Nein, das halte ich für unwahrscheinlich. Hi. Hurry up. I heard from Geppetto. Rosa Isabel Street is ever so dangerous, I'm told. Ja, ja, so wie alle anderen auch. We wouldn't have to unlock the passage there. But if we want to stop this disaster once and for all, I fear we've no choice. Geppetto and I care about you very much. Stay safe. For both of us. I feel like my time is slowly coming to an end. However, it's a nice feeling to know that someone waits for you. That someone cares. Please take care out there. Ey, wir dürfen endlich dahin. People have no ja, okay. Aber das klingt ja fast schon so, als wäre das Spielpass vorbei. Das ist ja, das halte ich ja für unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, das ist Souls-like. Die sind nie so kurz. Ich meine, gut, wir spielen auch schon ein Stück, aber Souls-like sind nie kurz. Tja, ich kann nichts upgraden. Ich habe keine Sichelmond-Dinger. Ich habe keine Sachen, die ich jetzt kaufen kann. Das Einzige, was ich noch upgraden kann, ist uns.
Hi. Vitalität, Entschlossenheit und das reicht dann auch mal. Dankeschön. Und dann begeben wir uns doch auf die Rosa Isabella Street. Rosa Isabel Street, wie auch immer. Rosa Isabel Street. Okay. Ich habe auch noch den Granatwerfer einstecken. Okay, da draußen sind wir mal... Genau, das ist der Trainingsparcours, aber draußen waren wir schon. Hier sind überall verschlossene Türen. Was haben wir denn hier? Oh. Ist es eine Ladesequenz? Es ist eine Ladesequenz. Okay. Ich frage mich, wann wir jetzt die rosa... die schwarzen Kaninchen nochmal treffen und ob der Bruder, den wir getötet haben, tatsächlich tot ist. Oder ob der nur so tut. Sonst fängt Gemini doch bestimmt an zu quatschen. Eingangs zu Rosa... Bewölkter Morgen! Hey, ist wieder Tag! Großartig. Und davon ist ein Stargazer. Okay. Oh, das sieht so schön aus, dieses Spiel, ne? Karat Main Street. Rosa Isabel Street. The Entertainment District. You might call it extravagant. Operas, operettas, street concerts, all running 24/7. Adelina Corday, the singer in the red dress. Oh, she was the most famous of them all. The legendary prima donna. Well, I'm not sure if she's still alive, so while the past tense makes sense, it's... Yeah, it's getting a little depressing. Oh, was quietscht denn da so in meinen Ohren? In meinen Öhrchen? Irgendjemand spielt ganz schief Violine oder sowas. Ach, da sieht man sogar... Oh mein Gott, ist das 10 Minuten für eine Münze? Das ist ja insane. Okay. Hier ist ein Banner. Der Hexenturm und die Prinzessin. Der letzte Auftritt von Adelina, der größten Primadonna. Erleben Sie ihre leidenschaftlichen Geschichten. Okay, natürlich habe ich gesehen, dass man da hinten vielleicht lang kann. Deswegen gehen wir mal kurz gucken. Aber da liegt alles natürlich perfekt so, dass man da nicht lang kann. Okay. Muss ja irgendwie begrenzt sein. Das haben sie eigentlich immer ganz schön gemacht. Ich höre Leute. Husten und niesen. Aber keiner ist auf der Straße. Das ist ja wie 2020. Hat er nicht gesagt. Puppen! Ich werd wahnsinnig. Oh, da kommt... Da kommt... Da kommt... Ah, da kommt... Ich wollte nur den Talisman anziehen, dass ich mehr Schaden an Puppen mache. So, 280 Schaden haben wir gemacht. Wie viel Schaden machen wir mit dem Ding? Lass die Leute in Ruhe, Alter! 320. Okay, nice. Hallo, guck mal. Bye. Oh, er lebt noch. Bong. 1100. Okay. Bin sehr zufrieden mit meinem Elektro-Klonker-Donker. Aber mit meinem Granatwerfer bin ich nicht ganz zufrieden. Ich hätte gerne lieber... naja, halt mein Enterhaken. Voll aufgegradet. Voll abgegradet, meine ich natürlich. Aber das... Stimmt, das Spiel kann auch eigentlich vorbei sein, weil... Weil wir ja noch gar nicht so viele Legionskaliber haben. Oh, ich höre hinter mir auch einen. Geil. Ich liebe den Knüppel. Sehr zufrieden mit dem. Bei der Primadonna muss ich ein bisschen an Nier Automata denken. Da gab es auch so einen Primadonna-Boss. Die dann gesungen hat. Poster für der Hexenturm und die Prinzessin. Der Hexenturm und die Prinzessin, die von Publikum und Kritikern gleichermaßen gelobte Komödie. Das Estella Opernhaus wird sein großes Finale präsentieren. Es ist das letzte Werk von Coppelius Campellum, dem erfolgreichsten Schriftsteller von Krat und der letzte Auftritt der roten Schauspielerin Adelina Corday, der größten Primadonna unseres Zeitalters. Das größte Abenteuer einer bösen Hexe, eines galanten Ritters und einer schönen Prinzessin erwartet euch. Kommt und erlebt ein unvergessliches Abenteuer voller Lachen, Schreien und Nervenkitzel. Ich wünsche, man könnte das sich noch angucken. Geh gerne ins Theater.
Ich bin einer von den 5 Leuten in Deutschland, die noch gerne ins Theater gehen. Aber in unserem Theater, in unserer Stadt, spielt grundsätzlich nur uninteressante, langweilige Kacke. Ja, das ist nicht langweilige Kacke, das ist gesellschaftskritisch. Das würdest du verstehen, wenn du ins Theater gehen würdest. Ja, Gesellschaftskritik ist cool. Aber es sollte halt auch irgendwas aussagen. Egal. Versteht nicht keiner, wenn er nicht aus der Stadt kommt. Also, ist wurscht. So. Da hinten wandeln sie noch rum. Hier kann man durch. Hier werde ich bestimmt gebackstabbt jetzt. Ich habe noch nie so ein Reparaturwerkzeug gebraucht. Aber ich bin eh nicht so der Consumable-Mensch. Hi! Komm her. Oh, das war knapp. Oh Gott, das schlägt. Oh, oh. Der Damage. Der Damage von denen. Der Damage von denen ist ja lit. Okay. Memo an mich. Oh, die droppen Sichelmondsteine. Also das ist auch ein Memo an mich, aber ich meinte eigentlich. Bam. 1111 Damage. Dass ich nicht in die reinrennen sollte. So wie ich es gerade eben getan habe. Ich habe so das Gefühl, das Jumpscare-Gebiet ist vorbei. Der Malum District war ja so ein bisschen scary und gruselig. Deswegen glaube ich mal nicht, dass wir jetzt aus der Ecke irgendwie angesprungen werden von irgendwas. Künstlerkristalleien. Puppen sind die schönsten Wesen. Selbst ihre menschlichen Meister sind im Vergleich dazu unvollständige Wesen. Geschöpfe, die perfekter sind als ihre Schöpfer. Der Schöpfer, der sie erschuf, wen würdest du eher loben? Hm. Okay, vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist hier noch irgendwas, was mich jumpscared. The Maid! Das ist schon ziemlich scary, wie die auf einen zuläuft. Die Unter... Hat die Unterwäsche an? Mein Controller ist disconnected. Nun! Er trifft sich ganz gut. Ich wollte ja die Folge jetzt eh hier in dem Haus beenden. Schnell den Controller anstecken, ich habe Angst, dass irgendwas kommt. So, okay. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder. Ciao!